Dann haben wir jetzt die Qual der Wahl. Wir sind genau in der Mitte. Okay, gehen wir doch mal im Uhrzeigersinn weiter. Alle schön zusammen. Aber irgendwie sehen wir hier gar keine Eier. Na, mal schauen. So, da geht's hoch. Ah, okay. So können wir wahrscheinlich Abkürzungen finden durch die Stadt. Aber wir wollen hier unten bleiben. Und durch enge, stinkende Korridore laufen. Von Spinnen befallen werden. Ach ja, das Leben meines Abenteurers. So, oh, Aaskriecher. Oh. Ja, genauso wie du gerade gedacht hast, habe ich auch. Das sind nämlich ziemlich viele Aaskriecher. Ja, kann man nicht viel machen. Düner hier muss erstmal näher ran und dann ist da der perfekte Platz für einen Feuerball. Ich kann das aber immer noch nicht richtig einschätzen. So ein Dreiviertelbildschirm. Ja, probieren wir mal da. Und der Rest läuft einfach weiter. Er will mit uns reden. Aber ich denke nicht, dass er was Gutes im Schilde wird. Warum schießt Düner hier nicht? Ah. Das könnte es gerade gewesen sein. Ich habe so einen Spruch gehört. Nö, hat sie nicht. Ah, jetzt ist es spät. So, ein paar kümmerliche Erdoberflächenbewohner sind zu Tode gekommen. Eine nette Ergänzung für meine Sammlung. Meine kleinen Lieblinge haben wohl viel Not und Pein in euren Reichen auf der Erdoberfläche verursacht, was? Ah, naja, viel ist übertrieben, aber naja. Meine lieben Tierchen, tötet diese Eindringlinge. Ist ja nicht schon so, dass ich die Hälfte seiner Tierchen bereits umgebracht habe. Aber gut. Er ist jetzt auch aggro. Das heißt, wir sollten noch auf ihn gehen. Und Immun, unterbrech mal. Düner hier versucht trotzdem nochmal einen Feuerball. Muss ja mal richtig verstehen. So. Und jetzt, wo kommt er noch mehr? Das ist ja garstig. So. Also, Khalid ist da ein bisschen schlecht. So, probieren wir es mal da. Das müsste hinhauen. So, du zauberst mal deinen Flammenschlag. Obwohl, nee, der hat noch eine Illusion, ne? Ja, die Illusion muss erstmal weg. Und ihr drei greift nicht an, sondern wartet erstmal auf den Feuerball. So, wusch. Könnt drauf. Ja, so lohne ich mir das. Brennende Aaskriecher. So, kriegst du ihn noch unterbrochen? Ich denke mal nicht. Immun. Ah. Ja, das ist doch mal. Wir haben gerade einen Ogre, Magus und 12 Aaskriecher oder so umgebracht, ohne großartig Probleme zu haben. Langsam haben wir es drauf, würde ich sagen. So, hast du was dabei? Magisches Schwert und Klunker. Sieht aus wie ein Bastardschwert, aber gucken wir mal. Ja, Bastardschwert plus 1. Kann keiner gebrauchen. Also zum Verkauf. Und ein Speer plus 1 benutzt auch. Obwohl. Ne, benutzt auch keiner von uns. Kann also auch weg. Die Aaskrieche hat nichts dabei. Nichts verschluckt oder so. Nö. Na gut. Also da kamen wir rein. Dann schicke ich mal Gerogon vor, dass er ein bisschen auskundschaftet. Und ich melde mich dann wieder, falls was passiert. Ah, es ging schnell. Ist so eine Phasenspinne oder eine Schwertspinne? Ah, Phasenspinne. Okay. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Eigentlich hätte die uns auch am Anfang angreifen müssen, oder? Wo bist du? Da bist du. Du wolltest dich gleich wieder zu Düner hier teleportieren, ne? Ich hab's genau gesehen. Na gut, also ich merke schon, hier zu pausieren bzw. Zeitraffer zu benutzen ist Verschwendung, weil hier ist überall irgendwas. Zum Beispiel eingesponnene Leichname. Jack. Sehr schwere Leichname. Dies ist ein Leichnam. Naja, die wird der Kommandant wohl haben wollen. Also Minsk.
Sollte auch gleich Minsk anfangen, die einzusammeln. Uff. Ja, nee, so wird das nix. Na toll, keiner von uns ist so stark wie Minsk. Das heißt, wir können immer nur eine Leiche zur Zeit mitnehmen. Oder wir kriechen alle. Wer hat die jetzt? Hä? Bin ich? Ach so. So, kann sie noch bewegen? Nee, gar nicht, ne? Na gut, Minsk gibt die Schwert. Der kommt niemals auf einen normalen Wert. Naja, es geht nicht. Da müssen wir jetzt echt jedes Mal wieder hochtackern, wenn wir so eine Leiche aufgehoben haben. Jetzt hätte ich den Trank gut gebrauchen können. Mit dem Stärke auf 25 und Rest auf 0. Ich habe gewusst, dass ich noch einen von denen brauche irgendwann. Aber nein, da will man mal ordentlich sein. Ah, Schabasser. Nicht du. Du sollst da wieder reinstopfen. So. Aber gucken wir uns erstmal weiter um. Hier sind auf jeden Fall jede Menge Leichen. Oh, und es gibt mehrere Teile von der Kanalisation anscheinend. So, was war unser genauer Auftrag? Wir haben vereinbart, die Abwasserkanäle im östlichen Stadtteil zu untersuchen. Seit einiger Zeit verschwinden Leute und es ist unsere Aufgabe, den Grund dafür herauszufinden. Der Grund war er hier mit seinen kleinen Tierchen. Und ja. Das heißt, eigentlich haben wir unseren Auftrag schon erfüllt. Wir könnten dem Hauptmann einfach sagen, da sind ganz viele Leichen, schick mal deine Leute hin, die einzusammeln. Ja, ich glaube, das mache ich auch mal. Zumindest mal gucken, ob es möglich ist. Sonst mache ich das Ganze auf Kamera und laufe immer hin und her, bis ich das dann alles habe. So, wir wollen aber da lang. Zur flammenden Faust. Der Rest trippelt hinterher. Ja, wir brauchen echt mal Ogre-Handschuhe oder irgendwas anderes, was die Stärke erhöht. Weil nur Minsk hat einen hohen Wert. Khaled 15, ich 15. Also Gerogon. Shahira. Das sind ganz schön niedrige Stärkewerte für Krieger eigentlich. Aber naja, haben wir uns da ausgesucht, müssen wir mit leben. Das war im Südwesten, ne? Ja. Da zerdreifere ich mal kurz hin. So, dann schauen wir noch mal, was er zu sagen hat. Es freut mich, euch wiederzusehen. Wie ist's gelaufen? Wir haben erfahren, dass ein Ogre Magus, der sich in den Kanälen verkrochen hatte, für die ganze Entführung verantwortlich war. Er hat mehrere Aaskrieger, die nachts hinausschlichen und zufällige Opfer verschleppten. Kriecher verwerten ihre unglücklichen Opfer als Futter. Ach, verwerteten. Njam, njam, njam. Und der Ogre Magus nahm die Wertsache an sich, die sie bei sich trugen. Ihr habt gute Arbeit geleistet und euch eure Prämie wohlauf verdient. Habt ihr Gegenstände aus dem Besitz der Opfer des Ogres mitgebracht? Ich bin sicher, dass ihr die Angehörigen der Verstorbenen ein wenig Trost spenden könnten. Wir wissen mit Sicherheit, dass die Familie Saschenstar eine Tochter durch diese Kreatur verloren hat. Sie besaß einen Siegelring mit einem Rubin. Oh, das kann sein, ja. Ja, stimmt, der hat einen Ring dabei. Ja, wir werden es mit Freuden zurückgeben. Ich danke euch für eure Ehrlichkeit. Als Prämie für die Rückgabe der Gegenstände erhaltet ihr 1000 Goldmünzen. Ich brauche jedenfalls ein paar Leute, die für mich Untersuchungen über den Eisenthron durchführen. Ich muss nur noch ein bisschen Papierkram fertig machen. Dann findet ihr mich auf dem Haupteingang des Gebäudes der flammenden Faust. Hier. Dann findet ihr mich hier wieder. Wenn ihr über den Eisernen Thron sprechen wollt, könnt ihr mich dort treffen. Na gut, aber er hat erstmal Papierkram zu erledigen, das soll er auch tun. Läuft hier eh gerade weg. Und wir haben 3000 Gold und 3000 Erfahrungspunkte bekommen. Ja, fehlen ja nur noch 30.000 oder so, ne? Na gut, genug Gold haben wir auch wieder. Er hat die Leiche nicht mitgenommen. Ja. Okay. Machen wir das anders. Geh mal da rein. Und lass mal ganz dezent die Leiche da liegen. Der vielleicht Helft mir, braucht er sie ja noch. Bitte. Oh, die kann man nicht wieder aufheben? Doch.
Okay. Könnte man ja ganz makabere Sachen mehr anstellen, wenn man davon so einen ganzen Haufen über den ganzen. Aber lassen wir Bitte. das. Ja. Jetzt sind wir erstmal wieder auf freiem Fuß. Haben keine direkte Quest mehr zu erledigen, soweit ich das übersehen kann. Das haben wir gemacht. Bei den sieben Sonnen waren wir auch. Das heißt, er ist schon unser Verbündeter, quasi. Die Kleriker von Timora, Tamuro, ich glaube Timora. Die Kleriker von Timora und die Diebesgilde. Ja. Dann sollten wir jetzt uns daran machen, noch ein bisschen Erfahrung und Ausrüstung zu sammeln, damit wir auch sicher sind, wenn es denn zu einem Kampf kommen sollte. Was wäre recht ärgerlich, wenn wir uns da so viel Mühe machen und dann die Gegner so schwierig sind. Das heißt, wo trippel ich jetzt überhaupt hin? Gehen wir einfach mal auf die Weltkarte und schauen uns dann um. Na, wo bleibt ihr? Was bietet sich da noch so an? Der Mantelwald, den haben wir ja fast einmal ganz durchgekämmt. Wir können uns auch weiter hier in Baldurs Tor umgucken. Oder den Tempel. Durlaks Turm und das Addon wäre auch eine Möglichkeit. Weil wir sind langsam schon hoch genug dafür. Ha. Aber nee. Gehen wir noch ein bisschen Ankhex jagen. In dem Gebiet waren wir noch nicht wirklich. Wir sind einmal durchgerauscht. Schauen wir uns hier um. Und dann könnten wir auch schon mal nach Beregost gucken, ob unsere Rüstung fertig ist. Weil die hätte den großen Vorteil, dass sie genauso viel Rüstungsklasse hat wie ein Prunkharnisch und dafür nur die Hälfte wiegt. Jedenfalls hat der Schmied das gesagt. Und dem vertrauen wir jetzt einfach mal. Hier sollen überall eigentlich Ankhex sein, laut einer Jägerin. Auch wenn wir eigentlich keine mehr davon jagen dürfen. Aber ich denke mal, die Quote ist ein bisschen übertrieben. Da bist du. Da seid ihr. Und sie treffen ihn nicht. Gut. Ja, warum habe ich das bloß gesagt? Shahira, lauf auch mal hin. Der ist noch gar nicht tot. Jetzt aber. So, nee. Düner hier nicht. Quatsch, Shahira. Die soll immer noch heilen. Was machst du? So, Heilung. Du heilst dich auch nochmal mit Hand auflegen. So, das war jetzt Nummer 4 und Nummer 5. Dumm, die dumm. Ah, ja, Minsk, mach du mal. Und selbst wenn er keine weitere Rüstung herstellen sollte, er kauft die Panzer ja auch für 500 Goldmünzen das Stück, wenn ich das richtig verstanden habe. Auch wenn wir denn ja eigentlich Wilderer sind, oder? Ich meine, wir jagen Tiere, von denen man nur eine begrenzte Anzahl jagen darf und verkaufen, was die so dabei haben. Aber naja. So, du kriegst schon wieder zu viel Schaden, das mag ich gar nicht. Hinterher und du greif mal an. Obwohl, wir haben es noch gar nicht benutzt bisher. Sprich mal Haste. Dann sterben die auch schneller. Oh, 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 Ich oh. glaube, ich muss sterben. Nee, sterben ist nicht gut. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Ja, das geht gleich richtig schnell.